Im nächsten Vortrag geht es auch um Leckagen. Und es geht um primäre, sekundäre und tertiäre Leckagen. Und es geht wirklich um einen Erfahrungsbericht, eine erlebte Baustelle. Es ist ein, wenn ich berichte, dann mit einem ganz starken Fokus auf, wie habe ich das erlebt? Also Klaus würde sagen, das ist, wird es nicht so formulieren, aber das ist wirklich der Messdienstleister, Bauphysiker, Baustellen, Bauschadenblick. So. Ich habe das Vortragsthema gewählt, weil es mir wichtig war, zum einen mal auch die Bauphysik nicht aus den Augen zu verlieren. Die spielt bei diesem Bauschaden auch eine Rolle. Und weil es auch zum Teil darum geht, dass es, wir haben oft den Fokus auf die primären und auf die sekundären Leckagen, aber Bauschäden können auch in Kombination entstehen und auch entstehen, zum Teil vielleicht sogar durch tertiäre Leckagen. Also Winddichtheit wird uns, glaube ich, als Thema in Zukunft noch mehr mit beeinflussen und es wird auch in die Normung mit aufgenommen werden. Aber kommen wir erstmal zur Geschichte, die ich berichten möchte, die Historie. Also Sie haben da auf dem Bild ein Gebäude gesehen, Neubau, Baujahr 2005 war es, glaube ich. Und es geht um einen Bauschaden bei diesem oberen Flachdach hier. Damit beschäftigen wir uns im Blickwinkel, dass Sie den Kontext sehen. Dieses Flachdach, das war nicht 2005, sondern 2010/11, wurde in Holzbauweise als Typ 4 erstellt. Für diejenigen, die dieses Flachdachmerkblatt von Gebäudehülle Schweiz nicht kennen, es handelt sich um ein Flachdach in Holzbauweise ohne Zusatzdämmung mit Wärmedämmung in der Tragebene. Das ist als Typ 4 in diesem Merkblatt beschrieben. Raumseitig war von der Ausführung her eine Dampfsperre eingebaut. Bei solchen Konstruktionen, Flachdach ohne Zusatzdämmung außen, das wissen wir, das ist kritisch, muss man, manchmal geht es 5 Jahre, manchmal 10 Jahre, manchmal 30 Jahre, irgendwann kommt der Schaden, vielleicht auch nicht, aber meistens schon. 2016 im Januar reklamiert der Bauherr Wasserspuren an der Holzinnenverkleidung, da stimmt etwas nicht. Mein Kollege Reto Niedermann war als Gutachter involviert. Was ich nachfolgend beschreibe, die Informationen habe ich von ihm bekommen. Bei der Bauteilöffnung sind Leckagen an den Folienstößen leicht erkennbar. Also man hat dann die Dampfsperre gesehen, Klebebänder haben sich abgelöst, ganz ähnlich wie in dem Bericht von Klaus Vogel vorhin. Vermeidbar oder nicht, kann man dann auch noch diskutieren. Hier war die Leckage. Nun wissen wir, dass außendiffusionsdichte Bauteile, was Leckagen angehen, relativ kritisch sind. Über Diffusion, früher war ja der Glaube, wenn wir eine Dampfsperre machen, ist alles gut, dann kommt keine Feuchtigkeit rein. Und über Diffusion ist auch, wenn man jetzt eine Dampfsperre SD-Wert 100 Meter betrachtet, der tägliche Diffusionsstrom beträgt nur 0,15 Gramm. Über Konvektion, abhängig von der Fugenbreite, kann dieser Konvektionsstrom ein 100-500-faches viel, viel größer sein. Und das war letztendlich das Problem. Ich glaube, für Reto war das ganz, ganz klarer Fall. Dampfsperre, Leckagen, wir wissen, was da verkehrt lief. Hier sieht man nochmal, was da für Feuchtigkeitsmengen eingetragen werden können, abhängig von der
Luftdichtheitsklasse. Das ist zitiert aus der Neuen Quadriga, übrigens eine sehr, sehr interessante Zeitschrift für Bauphysik und Baukonstruktionen in Holzbauweise. Abo kostet irgendwie 80 Euro um den Dreh, sehr zu empfehlen. Da hat der Daniel Kehl etwas geschrieben über die Feuchtigkeitsmengen über Konvektion. Das ist auch hier zitiert. Weiter zu dem Fall, es wurde dann zurückgebaut. Die Sondierungen zeigten hohe Holzfeuchte, Schimmelbildung. Es war klar, da muss saniert werden. Dann fing man an zu diskutieren, ja, was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Reto hat vorgeschlagen, das ist eine Konstruktion, die kann nicht gut gehen. Da fehlt die Zusatzdämmung. Mach doch ein Flachdach Typ 3 mit Zusatzdämmung hin. Der Architekt, der mithaftbar war für den Schaden, hat es aus Kostengründen abgelehnt. Gut, dann muss man sehen, wie kommt man jetzt damit zurecht? Was findet man für eine Lösung? Dann hat man gesagt, okay, es wird schon eine Lösung geben, aber wir müssen ein paar Parameter einhalten. Und das sieht man hier, wir haben also Kurven, es sind WUFI-Berechnungen, ein bekiestes Flachdach, Standort St. Gallen. Wir haben verschiedene Dampfbremsen, das eine ist eine feuchte variable Dampfbremse, die roten Kurven sind zeigen eine Dampfbremse mit einem SD-Wert von 5 Metern. Und das Entscheidende ist, wir haben verschiedene Luftdichtheitsklassen. Das heißt, es beschreibt Luftdichtheitsklasse A einen Q50 von 1 und Luftdichtheitsklasse C einen Q50 von 5. Das heißt, selbst mit einer feuchte variablen Dampfbremse würde die relative Holzfeuchte irgendwann 20% übersteigen. Das Dach würde so nicht überleben. Das heißt, die Luftdichtheit muss kontrolliert werden. Und man muss dann auch noch ein paar Parameter einhalten. In der Situation ist Reto auf den Hersteller zugegangen und hat gesagt, ich habe da einen kritischen Fall, macht mir eine Beurteilung. Im Hintergrund rechne ich das nochmal mit WUFI, was da rauskommt, aber ich will von euch eine Bestätigung, funktioniert das? Die Bestätigung kam dann, okay, Dämmstärke maximal 180 mm, es muss ein mineralischer Dämmstoff sein, es darf leider kein Naturdämmstoff sein. Das hat mit den WUFI-Berechnungen zu tun, dass dort die Holzfeuchte zu hoch geworden wäre. Es wurde gefordert, dass die Holzfeuchte dokumentiert wird. Es gab dann eine Bautrocknung. Es wurde so weit runtergetrocknet, bis das Holz wirklich trocken war. Der Schimmel wurde natürlich entfernt. Nachdem Dämmung und Dampfbremse eingebracht wurden, wurde eine Leckageortung, ein Blowdown-Test gemacht. Wir hatten ja ein Q50 unter 1 gefordert. Das hat dann auch geklappt. Der Blowdown-Test nach der Sanierung ergab einen N50ST von 0,5. Soweit so gut, könnte man sagen, okay, Bauschaden ist beseitigt, Ursachen wurden gefunden. Das sollte eigentlich 30 Jahre halten. Wenn das Bauteil noch nicht gestorben ist, so lebt es heute noch. Damit wäre eigentlich die Geschichte zu Ende. Aber im Januar 2017 reklamiert der Bauherr erneut. Nun hat es Wasserspuren an der Wand. Das war wohl nichts. Da ist erstmal die Kinnlade runtergefallen bei allen Beteiligten. Wo kommt denn jetzt das Wasser her? Reto Niedermann wurde wieder eingeschaltet. Er wollte natürlich alle Möglichkeiten in Erwägung ziehen. Könnte ja sein, dass das Produkt irgendwie fehlerhaft war. Feuchte variable Dampfbremsen, die gibt es jetzt seit Anfang 90er Jahre. Ist das validiert? Funktioniert das wirklich? Vielleicht haben die ja irgendwas verkehrt produziert oder haben mich falsch beraten.
Er meldet sich bei der Technik-Hotline. Vor einem Jahr habt ihr mir eine Herstellerbeurteilung gemacht mit dieser Dampfbremse. Jetzt habe ich hier den Bauschaden. Was machen wir denn jetzt? Wir vereinbaren, da kam ich jetzt wieder ins Spiel. Wir haben dann uns zusammen telefoniert, haben gesagt, ja, das müssen wir unbedingt angucken. Wir können auch gerne eine Probe entnehmen von der Dampfbremse und die im Labor überprüfen, ob die SD-Werte das tun, was wir als Hersteller garantieren. Ich habe aber gesagt, aber wir machen dann schon nochmal einen Blower-Dot-Test, einfach um zu sehen, wo stehen wir dann. Und wenn wir schon einen Blower-Dot-Test machen, dann packen wir mal sicherheitshalber die Nebelmaschine ein und die Thermografiekamera, die sollte auch dabei sein. Es wurde dann ein Termin vereinbart, vom Zimmermann wurde schon mal die Innenverkleidung entfernt. Dann haben wir wieder den Blick auf die Dampfbremse, wie ein Jahr vorher. Eine Sichtprüfung vorab ergab, Wandanschlüsse, Folienanschlüsse, Folienstöße waren optisch einwandfrei. Also das war eigentlich nichts zu bemängeln an der Stelle. Gut, also die gleiche Problematik kann es nicht sein, es muss irgendetwas anderes sein. Dann waren wir also gemeinsam auf der Baustelle und dann haben wir gesagt, okay, jetzt fangen wir erstmal mit Unterdruck an. Der Unterdruck hat bestätigt die Luftdichtheit im Bereich der Dampfbremse und im Anschluss der Anschlüsse im Flachdachbereich ist alles in Ordnung. Es gab Zugluft lediglich an ein paar Steckdosen, 2 Meter unterhalb von der Mauerkrone, sowie in der Terrassenschiebetür. Eigentlich keine auffälligen Leckagen und ich glaube, wir haben gar keinen Grenzwert genommen, der war aber mit Sicherheit auch in der Größenordnung 0,50. Also eigentlich eine sehr dichte Konstruktion. Dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns mal von außen gucken. Vielleicht finden wir irgendwo Warmluftaustritte. Auf der Außenseite mit Überdruck wurde dann mit der Infrarotkamera geschaut, gibt es irgendwo sichtbare Warmluftaustritte. Das war dann eine etwas komische Konstruktion mit einem gestaffelt verschieden dicken Mauerwerk mit einem Blechsockel und an dem Übergang konnte man Leckagen feststellen. Dann hat man auch bei Überdruck im Außenbereich Warmluftaustritte, Unterkante, Flachdach an dem Anschlussblech am Dachrand gesehen. Man hat dann auch festgestellt, da ist eine Außenwärmedämmung vorhanden und irgendwie zieht es da raus. Das sieht man auch auf dem nächsten Bild. Gut, dann haben wir gesagt, also bei der Thermografiekameraaufnahme innen war mir noch aufgefallen, dass es in einer Ecke etwas ausgekühlt war. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch mal diese Ecke da aufmachen, hier oben diese Ecke, denn da können wir beide Mauerkronen anschauen und das ist auch die Außenecke, wo wir an der Außenseite bei dieser Blechkonstruktion hier eine Leckage, ein kleines Löchlein unter dem Blech gesehen haben. So, dann haben wir das aufgemacht. Hier sieht man die Probeentnahme. Das haben wir also ganz akribisch alles dokumentiert. Glaswolle rausgenommen. Was ist da aufgefallen? Okay, die Dreischichtplatte war gefroren. Logisch, ohne Überdämmung. Ein Eisfilm war da, also da muss irgendwie auch schon Feuchtigkeit gewesen sein. Die Dämmung war leicht feucht, nicht speziell feucht, also nicht tropfend. Teilweise war sie angefroren, die hat dann richtig an der Dreischichtplatte geklebt. Was war auch noch aufgefallen beim Aufschneiden, das haben wir auch sehr vorsichtig gemacht, die Dämmmatte im letzten Feld war mit großzügigem Übermaß eingebaut, dadurch gab es eine Quetschung mit einer länglichen Hohlraumbildung, also die war so wannenförmig eingebaut und oben, naja, was sieht man da, es waren 4-5 Zentimeter, so um den Dreh, war ein kleiner Kanal.
Dann haben wir da weiter sondiert, haben die Dämmung auf der Mauerkrone entfernt. Dann ist uns aufgefallen, okay, die Kammern der letzten Steinschicht sind offen. Da ist kein Glattstrich gemacht worden, kein Mörtelüberzug. Dann haben wir da weiter geforscht. Dann fiel der Blick auf die Außendämmung, die da natürlich bis Unterkante Dreischichtplatte hochgezogen war. Und dann hat man gesehen, okay, da ist ein Spalt zwischen Mauerwerk und Dämmung. Die Spaltbreiten wurden da zum Teil bis 12 mm gemessen. Man konnte also schon sagen, dass der Vollwärmeschutz nicht fachgerecht angebracht wurde. Es gibt Gipserregeln, die sagen, dass entweder mit Punkt-Wulst-Methode eine Dämmung angebracht werden muss oder vollflächig mit dem Zahnspachtel, einfach nur Batzen-Methode und dran geklatscht. Da entstehen halt Konvektionshohlräume. Und was wir dann auch feststellen konnten im Bereich der Außenecke, wo wir die Außenleckage gesehen haben, da zog kalte Luft bei Unterdruck aus diesem Spalt raus. Soweit die Faktenlage. Woran hat es jetzt gelegen, dass der Bauschaden kam? Wo kommt der Bauschaden her? Etwas, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass es zu einer Flankenkonvektion kam bei dieser Baustelle. Ich zeige hier mal andere Bilder von Flankenkonvektion. Das ist eine Innenwand, die in eine Decke einbindet und man sieht an den Kammern der Steine, da ist kein Schimmel entstanden, sondern das ist Staub, der mitgeführt wird in den Ziegelkammern. Ziegelmauerwerk in sich ist nicht luftdicht. Vor allem durch den Mörtel sind genügend Verbindungen möglich. Und dass die angesprochene Außenwärmedämmung mit der Batzenmethode, da entsteht halt auch ein durchgängiger Hohlraum. Es gibt dazu ein ganz gutes Merkblatt von Gebäudehülle Schweiz, auch wieder Vordächer in Holz. Daraus das Zitat hier an der Stelle. Hier werden die Strömungswege auch dargestellt. Was kann da passieren? In diesem Fall hatten wir ja hier an der Unterseite ein Blech, was bis außen führte. Also das heißt, wir können nicht ausschließen, dass kalte Luft hinter die Außenwärmedämmung kam. Und wir können auch nicht ausschließen, dass Steckdosen 2 Meter weiter unten, da haben wir ja Zugluft festgestellt, zu einer Konvektion von warmer Luft in diesen oberen Hohlraum geführt hat. Also es ist die Kombination von beiden, die möglich ist. Ich würde nicht ausschließen, dass die Mischung auch etwas ausgemacht hat. Sowohl, dass bei Winddruck Luft von außen in diesen Hohlraum gedrückt wurde, als auch, dass über innere konvektive Einträge warme Luft aus den Steckdosen in diesen Bereich kommt. Und die Mischung hat es vielleicht ausgemacht. Im Endeffekt kann ich wirklich nicht sagen, wo der Bauschaden herkommt. Ich weiß nur, beides wird wahrscheinlich kritisch gewesen sein und bei der Sanierung wurde das auch entsprechend berücksichtigt. Wie viel zieht Tanja eigentlich noch? Oh, super. Ich komme schon zum Fazit. Just in time. Nach meiner Meinung können selbst unauffällige Leckagen große Schäden hervorrufen, vor allem dann, wenn sie bei kritischen Bauteilen mit kalten oder wechselwarmen diffusionsdichten Schichten auftreten. Also dieses Flachdach in Holzbauweise ohne eine Überdämmung, da haben wir eine kalte Schicht, wo sowohl warme Luft als auch aufgewärmte Luft von außen an diese unter Umständen in der Nacht abgekühlte Platte kommen kann und es dort zu Kondensat kommt. Also beides, sowohl von innen als auch von außen, kann in gewissen Witterungslagen dazu führen, dass es eben dann Kondensat gibt. Und das ist vor allem dann kritisch, wenn die Bauteile außen diffusionsdicht sind, wenn sie kein Wasser aufnehmen können und wenn sie kalt sind.
Das sind eigentlich die drei Faktoren. Ich komme gleich. Danke. Auch ein gewissenhafter Gutachter. Ich denke, Reto ist wirklich jemand, der sehr, sehr sorgfältig arbeitet. Das werdet ihr später noch merken, wenn es um seinen Bericht geht mit den Reinräumen, mit den kritischen Konstruktionen. Auch der ist, wenn er richtig nach dem Stand der Bautechnik berät, kann nie ganz vor Bauschäden sicher sein. Deswegen die Empfehlung, mit möglichst großen Sicherheitsreserven bauen zu lassen. Also klar, keine Dampfsperre bei einem außendiffusionsdichten Bauteil, das wäre nicht mehr Stand der Technik, aber man muss dann auch nicht eine Dampfbremse mit einem SD-Wert von 2 oder 5 Meter nehmen, sondern an der Stelle sich wirklich an die Empfehlung von Gebäudehülle Schweiz halten, eine feuchtevariable Dampfbremse einzusetzen. Und was wir heute auch schon gehört haben, weisen Sie in Ihren Berichten immer darauf hin, dass versteckte und nicht erkannte Mängel zu Schäden führen können. Wir sind nicht allwissend und wir können nicht alle Leckagen bei der Leckageortung erkennen und auch richtig bewerten, weil wir oft nicht wissen, was dahinter noch passiert. Wenn es trotzdem schief läuft, keep smiling. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.